Im ersten Video haben wir einen allgemeinen Einblick in die künstliche Intelligenz gegeben. Jetzt wollen wir uns mit dem Rückgrat der KI beschäftigen, dem maschinellen Lernen oder auch Machine Learning. Wir wissen, ein Großteil der KI-Anwendungen basiert auf diesem Ansatz. Aber was ist das genau? Wie funktioniert es? Welche Arten gibt es? Und welchen Mehrwert bieten sie? Im Alltag gibt es viele Beispiele für maschinelles Lernen. Ob bei der Nutzung von Sprachbefehlen am Smartphone, bei der Identifizierung von Geldkartenbetrügern oder bei Produktvorschlägen beim Online-Shopping. Auch in der Medizin- oder der Computerspieleindustrie wird maschinelles Lernen in seinen unterschiedlichen Formen angewandt. Aber was ist maschinelles Lernen nun genau? Maschinelles Lernen funktioniert ähnlich wie bei uns Menschen. Als Kleinkinder lernen wir Dinge wiederzuerkennen, wir lernen Handlungen durchzuführen. Und diese Art des Erlernens, des spielerischen Erlernens auf Basis von Beispielen, ist auch Grundlage, wie man Maschinen so etwas beibringt. Der Mensch übernimmt hier die Rolle eines Lehrers. Er bringt einem Lernalgorithmus bei, relevante Muster zu erkennen und zu unterscheiden. Hat sich der Computer die Muster eingeprägt, kann er sie in neuen, unbekannten Daten oder Bildern immer wieder erkennen. Führt man diese Lehrer-Schüler-Beziehung fort, verbessert sich der automatisierte Prozess des Zuordnens immer weiter, auch ohne den erneuten Eingriff eines Menschen. Es gibt drei Arten von maschinellem Lernen, grob gesprochen. Überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und bestärkendes Lernen. Bei Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Praxis kommen dabei die Arten von maschinellem Lernen entweder alleine oder in Kombination zum Einsatz. Dadurch ergeben sich jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das überwachte Lernen, auch Supervised Learning genannt, begegnet uns im Alltag zum Beispiel bei der automatisierten Erkennung von Spam-E-Mails. Das überwachte Lernen bewertet dabei eine E-Mail als Spam oder eben nicht. Diese Art des maschinellen Lernens ist besonders geeignet, wenn schon viele Beispiele bekannt sind, also etwa die typischen Inhalte von Spam-Mails. Auch zur Erkennung von Geldkartenbetrügern kommt überwachtes Lernen zum Einsatz. Das maschinelle Lernen erkennt das typische Nutzungs- bzw. Kaufverhalten von Geldkarteninhabern und kann somit bewerten, ob eine Transaktion in das bekannte Muster passt. Ein Betrugsfall wird dadurch leichter erkennbar. Das überwachte Lernen eignet sich also besonders, wenn wir schon über Daten verfügen. Die KI wird quasi darauf trainiert, eine Abfolge von Aktionen durchzuführen, die ein gewünschtes Muster enthalten. Die Herausforderung liegt in der Abbildung der Muster in eine Entscheidungslogik. Im Gegensatz zum überwachten Lernen liegen beim unüberwachten Lernen, dem Unsupervised Learning, noch keine Beispiele für das Einteilen von Daten vor. Es müssen also noch völlig unbekannte Daten gesichtet, darin ähnliche Muster oder typische Eigenschaften gefunden und die Daten anschließend gruppiert werden. Beim unüberwachten Lernen hat man nur ein Ziel. Beispielsweise, dass man Profile von Menschen, die im Internet einkaufen, erlernt, nach gewissen Prinzipien, um die Vorzüge dieser Menschen kennenzulernen. Also mit welchen Eigenschaften kaufen bestimmte Menschenklassen bestimmte Produkte ein. Das System versucht jetzt aus der Vielzahl von Beispielen über Kaufverhalten von Menschen eben die Kunden so zu clustern oder einzugruppieren, dass man sagt, diese Gruppe verhält sich auf bestimmte Weise, damit man daraus Produktempfehlungen generieren kann. Beispiel 1, Online-Shopping. Anna kauft drei verschiedene Produkte. Max hat zwei dieser Produkte ebenfalls gekauft und wird von dem Algorithmus deshalb in die gleiche Gruppe von Kunden eingestuft wie Anna. Basierend darauf wird Max das dritte Produkt, welches Anna gekauft hat, auch vorgeschlagen. Durch die Kategorisierung von Personen ermöglicht das unüberwachte Lernen, neue Zusammenhänge zwischen Anna und Max zu erkennen und somit neue Produktvorschläge zu machen. Beispiel 2: Genetische Studien in der Medizin. Es werden große Mengen an Patientendaten eingegeben, um darin typische Merkmale zu finden, die auf Darmkrebs schließen lassen. Der unüberwachte Lernansatz sucht nach gemeinsamen Eigenschaften in den Gensätzen der Patienten und bündelt diese in Gruppen. Diese können dann mit bekannten Tumortypen verglichen werden. Solche Ansätze führen oft auch dazu, dass nicht nur bekannte Krebsformen bestätigt, sondern zusätzlich neue Subformen gefunden werden. Die dritte Kategorie des maschinellen Lernens wird als bestärkendes Lernen oder auch Reinforcement Learning bezeichnet.
Bekannte Beispiele dafür sind Computerprogramme, die in Windeseile Spiele wie Schach oder Go auf Weltmeisterniveau erlernen und beherrschen. 2016 hat sogar eines dieser Programme, das System AlphaGo, den weltbesten Go-Spieler geschlagen. Im Gegensatz zum überwachten und unüberwachten Lernen spielt beim bestärkenden Lernen das Trial-and-Error-Prinzip eine zentrale Rolle. Kurz gesagt, die KI spielt einfach verschiedene Szenarien durch und lernt dabei in kürzester Zeit, ob sich eine Handlung auszahlt oder eben nicht. Dieses bestärkende Lernen wird übertragen auf ein Computersystem, das eben auch über Belohnung oder Bestrafung eigenständig Strategien zur Problemlösung entwickelt. Das bereits angesprochene AlphaGo-System war in der Lage, das sehr komplexe Brettspiel in nur wenigen Stunden zu lernen und seine Spielweise zu optimieren. Der Grund? Es hat in der kurzen Zeit unzählige Spiele simuliert, um alle möglichen Szenarien und Spielzüge zu erlernen. Die KI hat erkannt, welche Spielzüge zum Erfolg führen und hat dadurch gelernt, Go in einer bisher nie bekannten Qualität zu spielen. Aber was bringt uns das? Was beim Go-Spielen funktioniert, kann auch in anderen Bereichen angewandt werden. In der Zukunft beispielsweise bei der perfekten Anpassung von Ampelsteuerungen, um Staus zu reduzieren, oder bei der Optimierung von Logistikprozessen. Durch die Anwendung und Kombination der verschiedenen Arten von maschinellem Lernen ergeben sich also unzählige Anwendungsfelder, die unser tägliches Leben erleichtern und verbessern können. Wichtig ist hierbei zu unterscheiden, welche Arten von maschinellem Lernen für das Lösen verschiedener Problemstellungen angewandt werden können. Das Überwachte, das Unüberwachte und das Bestärkende Lernen. Jetzt weißt du Bescheid. Schau dir das nächste Video an, um mehr zu lernen.